Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Studierende. Wir haben uns hier zu einem besonderen Vortragsabend eingefunden. Wir mussten für den Vortrag zweifach den Raum wechseln, um dem Interesse gerecht zu werden, haben also uns damit vergrößert und das Interesse ging auch dahin, dass wir den Abend streamen und auch aufzeichnen. Darauf möchte ich nochmal hingewiesen haben, auch dass das jeder weiß. Die könnte ich nicht verteidigen. Wenn Sie, lieber Herr Heer, zu Beginn, ganz zu Beginn des Verfahrens und dann auch Sie, liebe Frau Sturm, sich so zu diesem Mandat verhalten hätten, dann hätten wir uns heute nicht gemeinsam zusammengefunden. Sie beide haben eine Verteidigung und ein Verfahren übernommen, das nicht jeder Jurist, nicht jede Juristin so übernommen hätte. Wir haben die Verteidigung nicht Anwälten überlassen, die ich an diesem mir wichtigen Ort nicht eingeladen hätte. Und was wollen wir heute tun? Wir wollen heute vor dem Hintergrund gerade auch dieses Verfahrens gemeinsam mit dem Publikum darüber sprechen, was Strafverteidigung auch unter besonderen Bedingungen eben dieses Verfahrens ausmachen sollte. Damit reden wir nicht nur über einen tatsächlich ja auch noch laufenden, ein andauerndes Strafverfahren. Wir tauschen uns über ein Verfahren aus, anhand dessen unser Recht zum Schutz von Minderheiten und gerade zur Bestätigung seiner Rechtsstaatlichkeit etwas lernen sollte. Wir haben die Aufgabe, aus dem, was geschehen ist, vielleicht auch noch geschieht, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ich möchte Ihnen unsere Gäste immerhin kurz vorstellen, obwohl sie Ihnen natürlich im Wesentlichen doch schon sehr gut bekannt sind. Frau Sturm, Sie sind Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht. Sie wurden in Ithaca, im Staat New York, geboren und dann haben Sie das Studium in Bayreuth und in München absolviert, an der LMU. Sie waren für den Rat der Europäischen Union tätig und gingen für das Referendariat dann an das Kammergericht nach Berlin. Als Rechtsanwältin waren Sie in München und in zwei Phasen in Berlin aktiv, strafrechtlich aktiv, bis Sie dann gerade durch das Mandat Zschäpe nach Köln gegangen und mit Herrn Heer in eine gemeinsame Sozietät eingetreten sind. Ihre strafrechtlichen Erfahrungen bezogen sich schon weit vor dem Mandat Zschäpe, insbesondere ausgeprägt auf das Wirtschafts- und das Arztstrafrecht und damit etwa auch auf Fragen von Korruption und Untreue. Dem strafrechtlichen Fachpublikum sind Sie aber auch gerade durch Publikationen bekannt geworden und da habe ich Ihren Namen zum ersten Mal dann auch als Schriftleiter gesehen. So sind Sie mir bekannt geworden. Auch Sie, lieber Herr, möchte ich den Gästen noch kurz näher bringen. Auch Sie sind Rechtsanwalt und seit vielen Jahren Fachanwalt für Strafrecht, also ein echter Spezialist unseres Faches und gerade für die forensische Kompetenz dann auch bekannt. Sie wurden nicht in New York geboren. Sie wurden im schönen Köln geboren, in das die strafrechtlichen Schwerpunkte der Law School jetzt seit einigen Jahren auch immer wieder sehr gern reisen. Also das ist auch ein besonders schöner Ort, finde ich. Und Sie haben dort auch studiert und haben, ja, wo ist das? Und Sie haben dann im Studium offenbar sehr früh erkannt, dass Sie sich auf das Strafrecht spezialisieren möchten, weil Sie gerade als Strafverteidiger tätig werden wollen. Entsprechend haben Sie diese Spezialisierung im Studium dann ergriffen und waren dann auch schon in einer gerade auch bundesweit renommierten Kanzlei, nämlich der Kanzlei Gatzweiler und Münchhausen in Köln tätig. Und mit dieser klaren Perspektive haben Sie in Köln 2004, wenn ich das richtig sehe, Ihre eigene Kanzlei gegründet und aufgebaut und ausgebaut. Und Sie verteidigen heute nicht nur in Großverfahren wie dem Verfahren Zschäpe, sondern auch in anderen Umfangsverfahren, wie man das strafrechtlich sagt, etwa auch des Wirtschaftsstrafrechts. Und neben vielen weiteren Mitgliedschaften, die ich bei Ihnen, Frau Sturm, auch gar nicht erwähnt habe, sind Sie unter anderem auch Mitglied des Vereins zur Förderung des Instituts für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität zu Köln. Uns zeigt, dass Sie auch dann für die akademische Vertiefung des Strafrechts und Strafprozessrechts ein Herz haben. Und ich bitte Sie, die ich hier nochmal ganz herzlich begrüßen möchte, es mir wirklich was wert, dass Sie die Einladung angenommen haben. Ich bitte Sie beide jetzt um Ihren Vortrag zum Thema Freiheit und Notwendigkeit einer effektiven Strafverteidigung. Bitte schön.
Lieber Herr Professor Gede, wir bedanken uns sehr herzlich für die Einladung und freuen uns, heute bei Ihnen allen zu sein. Danke. Liebe Studentinnen und Studenten, die könnte ich nicht verteidigen. Die Überschrift der Vortragsankündigung ist mit einem Ausrufe und einem Fragezeichen versehen und in ihrer Formulierung natürlich bewusst provokant. Es handelt sich dabei um eine Fragestellung oder auch eine Forderung, je nachdem, wie der Text verstanden wird. Er berührt ein ganz grundlegendes Thema des Rechtsstaates, nämlich soll wirklich jeder Beschuldigte den Anspruch auf eine effektive Verteidigung haben? Angesichts des Konnexes geht es gerade auch darum, ob selbst derjenige oder vielmehr selbst diejenige, die versucht haben soll, den Staat in seinen Grundfesten durch Begehung schwerster Straftaten zu erschüttern, noch von seinen Garantien profitieren? Frau Sturm und ich wollen heute Abend versuchen, Ihr rechtsstaatliches Bewusstsein weiter zu schärfen. Wir wollen versuchen, Sie gegen die in vielen Staatsanwalts- und Richterköpfen grassierende Vorverurteilung und für das Eintreten für die Wahrung der Maximen des Strafverfahrens zu sensibilisieren. Dabei werden wir auf einige erhebliche Missstände in dem Verfahren Schäpe eingehen und anhand derer unsere Überzeugungen für das Gebot der Notwendigkeit einer effektiven Strafverteidigung verdeutlichen. Der Satz, die könnte ich nicht verteidigen, zieht sich durch das gesamte sogenannte NSU-Verfahren, den Strafprozess gegen Beate Schäpe und vier weitere Angeklagte, die sich vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts München zwischen dem 6. Mai 2013 und dem 11. Juli 2018 wegen schwerster Straftaten zu verantworten hatten. Er kollidiert offensichtlich und ebenso gewollt mit dem eigentlichen Titel der Veranstaltung, die Freiheit und Notwendigkeit einer effektiven Strafverteidigung. Das Ergebnis unserer beiden Vorträge ist somit vorgezeichnet, denn die Abfassung des Titels lässt in ihrer Eindeutigkeit keine Unklarheit zu. Selbstverständlich bedurfte Frau Schäpe einer effektiven, ja besonders schlagkräftigen Verteidigung und natürlich hatte sie darauf auch einen Anspruch, ein verfassungsmäßig verbürgtes Recht. Wenn nicht sie, die sich dem geballten Ermittlungsapparat der Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder ausgesetzt sah, wer denn sonst? Uns ist bewusst, dass der eine oder andere unter Ihnen, trotz seiner zukünftigen Profession als Volljuristin oder Volljurist, dennoch Zweifel hieran hegen mag und wir verdenken es Ihnen auch nicht. Denn das Bedürfnis für eine ordnungsgemäße Verteidigung Frau Schäpes wurde sogar von gestandenen Strafverteidigern in Zweifel gezogen. Schon zu Beginn des einjährigen Ermittlungsverfahrens des Generalbundesanwalts schien ja alles klar zu sein. Wer über fast 14 Jahre mit zwei skrupellosen Mördern unter einem Dach lebt, ist ebenso schuldig und muss bis zum eigenen Tod weggesperrt werden, so der damalige Standpunkt in weiten Teilen der Öffentlichkeit. Die Maximalverurteilung Frau Schäpes stand für viele von Beginn des Ermittlungsverfahrens des Generalbundesanwalts fest und sie war quasi alternativlos. Frau Schäpe wurde diffamiert mit Begrifflichkeiten wie Nazi-Braut, Glatzenmatratze und meistgehasste Frau Deutschlands. Am ersten Prozesstag titelte die Bild-Zeitung: Der Teufel hat sich schick gemacht, weil Frau Schäpe die für den Anlass angemessene Kleidung, nämlich einen dunklen Hosenanzug und eine weiße Bluse gewählt hatte. Auch namenhafte Vertreter der Politik schlossen sich unter faktischer Missachtung der Gewaltenteilung dem Kanon der Vorverurteilung an. Der damalige Vorsitzende des Innenausschusses des Deutschen Bundestages, Wolfgang Bosbach, selbst Rechtsanwalt, hatte schon im November 2011 konstatiert, Frau Schäpe sei Teil einer Terrorzelle gewesen. Das Plenum des Deutschen Bundestages legte sich in dem Beschluss über die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses bereits im Januar 2012 darauf fest, Frau Schäpe gehöre der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund an.
Abgeordnete des Deutschen Bundestages kommunizierten schon in den allerersten Sitzungen des Untersuchungsausschusses, Ford Shaper habe dem Terrortrio, der rassistisch motivierten Mörderbande bzw. der rechtsterroristischen Mörderbande angehört, die 10 Morde begangen habe. Der bayerische Staatsminister Herrmann bezeichnete Ford Shaper als Mörderin, ebenso wie die damalige Ministerpräsidentin des Freistaates Thüringen, Lieberknecht. Als ich am 17. November 2011 die Verteidigung von Frau Zschäpe übernommen habe, bin ich wie selbstverständlich davon ausgegangen, der Rechtsstaat werde dieses Verfahren besonders fair gestalten. Ich dachte, es sei dem Rechtsstaat ein besonderes Anliegen, an einer ordnungsgemäßen Verteidigung Frau Zschäpes schon im Ansatz keine Zweifel aufkommen zu lassen. An einer unvoreingenommenen Wahrheitserforschung ernsthaft interessiert zu sein und die Ermittlungen sauber zu führen. Meine Annahme war falsch, wie ich schnell merken musste. An der in der deutschen Justizgeschichte noch nie vorgekommenen Vorverurteilungskampagne beteiligten sich sogar der damalige Präsident des Bundeskriminalamtes Zierke und der seinerzeitige Generalbundesanwalt Range. Sie prangerten Frau Zschäpe öffentlich an und dies zu einem Zeitpunkt, als die Ermittlungen noch nicht mal einen Monat geführt worden waren. Obwohl uns als Verteidigern zu diesem Zeitpunkt unter Verweis auf die Gefährdung des Untersuchungszwecks jegliche Akteneinsicht verwehrt worden war, informierte Generalbundesanwalt Range die Öffentlichkeit am 1. Dezember 2011, also schon 20 Tage nach Einleitung seines Ermittlungsverfahrens, ich zitiere Herrn Range, über den aktuellen Stand der Ermittlungen. Er legte sich fest, Frau Zschäpe sei Mitglied der Gruppierung NSU gewesen, die, Zitat von Herrn Range, in bislang nicht bekannter Brutalität und Kaltblütigkeit gemordet und Menschen schwer verletzt hat. BKA-Präsident Zierke behauptete auf der gleichen Pressekonferenz, Frau Zschäpe gehöre einer, Zitat, im Untergrund extrem abgeschottet lebenden Mörderbande an, die aus rassistischer Motivation kaltblütige Exekutionen durchgeführt habe. Herr Zierke schöpfte den Begriff des Zwickauer Mördertrios. Die Vermutung erstarkte zur Tatsache, der bloße Anfangsverdacht wurde zur Tatgewissheit. Diese Vorfestlegung der beiden Behördenspitzen wirkte sich auf den Gang der weiteren Ermittlungen in fataler Weise aus, denn die einmal vorgegebene These wurde von den nachgeordneten Kriminalbeamten und Staatsanwälten nicht mehr verlassen. In den Protokollen zahlreicher Zeugenvernehmungen findet sich die folgende Bezeichnung des Gegenstandes der Untersuchung und der Person der Beschuldigten. Zitat: Der Zeuge wird im Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts wegen des Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung, des Mordes und anderer Straftaten nationalsozialistischer Untergrund NSU vernommen, die von dem sogenannten Zwickauer Terrortrio Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt mutmaßlich begangen wurden. Zitat Ende. Ein für die Sachaufklärung wichtiger Zeuge wurde durch das Bundeskriminalamt sogar eingangs gefragt, ich zitiere, was haben Sie gedacht, als Sie festgestellt haben, dass Ihre früheren Freunde Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zu kaltblütigen Mördern geworden sind? Zitat Ende. Die Vorverurteilung durch staatliche Stellen setzte sich während des gesamten Verfahrens fort. Der traurige Höhepunkt bestand in einer Äußerung der Ombudsfrau der Bundesregierung für die Hinterbliebenen. Nicht nur, dass sie das Plädoyer von Frau Zschäpe, Frau Zschäpe hatte selbst aber gar keines gehalten, als, Zitat, weiteres schweres Unrecht, Zitat Ende, bezeichnete. Sie erklärte auch Folgendes, Zitat: Für die Opferfamilien kommt nur die Strafe in Frage, die die Bundesanwaltschaft fordert, die Höchststrafe. Und selbst die ist der Schuld nicht angemessen, Zitat Ende. Nachdem die Höchststrafe, besser gesagt die gemäß § 211 Absatz 1 StGB zwingend
zu verhängende Strafe bei einer Verurteilung wegen Mordes ja die lebenslange Freiheitsstrafe ist, hielt die Ombudsfrau offenbar nur eine nach Artikel 102 Grundgesetz verfassungsrechtlich unzulässige Bestrafung für angemessen. Dort heißt es, die Todesstrafe ist abgeschafft. Die anlässlich eines Strafverfahrens erfolgende Vorverurteilung ist nicht neu, denn tatsächlich bedingt die Ausgestaltung des deutschen Strafverfahrens immer eine gewisse Vorverurteilung. Das Gericht befindet nämlich im Zwischenverfahren darüber, ob es die Anklage zur Hauptverhandlung zulässt und die Eröffnung des Hauptverfahrens beschließt. Voraussetzung ist dafür gemäß § 203 StPO, dass es den Angeschuldigten nach den Ergebnissen des vorbereitenden Verfahrens einer Straftat für hinreichend verdächtig hält. Dies bedeutet nichts anderes, als dass das Gericht bei einer Eröffnung davon ausgeht, der Angeschuldigte werde mit überwiegender Wahrscheinlichkeit verurteilt. Der Eröffnungsbeschluss wirkt also stets als Vorurteil in die Hauptverhandlung hinein. Der sogenannte Inertia-Effekt oder auch Perseveranz-Effekt lässt grüßen. Der Staatsschutzsenat perpetuierte die Vorfestlegung in den kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Vorsitzende hielt Zeugen vor allem, teilweise sogar ausschließlich, belastende Passagen aus den Vernehmungsprotokollen vor und ließ entlastende Aussageteile mehr oder weniger unter den Tisch fallen. Auch ihm gelang es nicht, sich der vorgefassten Hypothese zu entziehen, indem er, jedenfalls unterbewusst, konsonante Informationen gezielt suchte und dissonante Erkenntnisse nicht gleichrangig wahrnahm. Ein anderer Richter beschriftete den Ordner für seine Mitschriften mit HV, also Hauptverhandlung NSU. Er ging also schon zu Prozessbeginn von der Existenz einer solchen Vereinigung aus, obwohl die Hauptverhandlung doch genau dies erst klären sollte. Genau hier zeigt sich die Bedeutung einer effektiven Verteidigung, die die prozessualen Rechte des Angeklagten hochhält und die unbequem ist, aber auch ihre Grenzen. Der Verteidiger hat auf der Einhaltung des Fair-Trial-Grundsatzes zu bestehen. Er muss bei einseitigen Ermittlungen gegensteuern und die einmal gefasste Ermittlungshypothese angreifen. Er muss mitunter gezielt den Konflikt mit dem Gericht suchen und alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Während das Gericht die Wahrheit zu erforschen hat, kann das Interesse der Verteidigung daran liegen, genau dies mit den Instrumenten der Prozessordnung zu verhindern. Hier offenbart sich der Konflikt zu dem Strafanspruch des Staates. Für jedermann streitet bis zur rechtskräftigen Entscheidung die Unschuldsvermutung nach Artikel 6 Absatz 2 EMRK. Der Beschuldigte muss immer eine Grundentscheidung treffen, nämlich reden oder schweigen. Er hat Anspruch auf rechtliches Gehör gemäß Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz. Er darf sich also zum Sachverhalt und zur Rechtslage äußern. Andererseits steht es ihm frei, an der Aufklärung des Sachverhalts nicht mitzuwirken. Er ist also in keinem Fall zur Aussage verpflichtet. Der Nemo Tenetur Grundsatz gehört zu den wichtigsten Prinzipien des Strafverfahrens. Aus der vollumfänglichen Wahrnehmung des Schweigerechts dürfen, anders als bei dem sogenannten Teilschweigen, keinerlei nachteilige Schlüsse gezogen werden. Wann rät der Verteidiger zum Schweigen und in welchen Fällen zur Aussage? Wir raten unseren Mandanten in der Regel zum Schweigen, wenn der Tatvorwurf bestritten wird. Denn der Beschuldigte muss sich nicht entlasten, also das Nichtvorliegen seiner Schuld nachweisen. Vielmehr obliegt es der Justiz, ihn mit den Mitteln des strengen Beweises zu überführen. Schweigen ist die effektivste Waffe der Verteidigung, denn nur selten gelingt es, mittels einer Aussage einen einmal bestehenden Tatverdacht ausräumen zu können. Der gerade auch von Polizeibeamten erteilte Rat,
wer unschuldig ist, kann doch einfach aussagen, birgt erhebliche Risiken. Denn bei einer bestreitenden Einlassung besteht immer die Gefahr, dass sich der Beschuldigte leichtfertig zum Beweismittel gegen sich selbst macht und erst seine Angaben, den letzten Mosaikstein, zur Verurteilung liefern. Dagegen ist eine Erklärung zur Sache im Sinne eines Geständnisses angezeigt, wenn der Verteidiger zu dem Schluss kommt, dass keine realistische Chance für eine Einstellung oder einen Freispruch besteht. Der Geständnisbonus sollte nicht verspielt werden. Entlastende Umstände einer Tatmotivation sind einzubringen, um auf die Strafzumessung des Gerichts einzuwirken. Aber auch wenn der Beschuldigte Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe geltend macht, kann eine Aussage angezeigt sein, denn die damit verbundenen subjektiven Momente, etwa der Wille zur Verteidigung bei der Notwehr, lassen sich mitunter nur auf diese Weise einführen. Wenn sich der Beschuldigte zum Schweigen entscheidet, ist dies von den Strafverfolgungsbehörden zu respektieren. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es ihnen verwehrt, einen Beschuldigten, der sich auf sein Schweigerecht berufen hat, zu einer Aussage zu drängen. Soweit die Theorie, die Praxis sieht anders aus. Polizeibeamte bohren nach. Sie vermitteln dem Beschuldigten, er komme aus der Sache sowieso nicht raus. Sie kommunizieren, wer unschuldig sei, könne doch aussagen und bewegen sich nicht selten, jedenfalls im Grenzbereich des Paragraphen 136a StPO. Der Beschuldigte erkennt nicht, dass in vielen Fällen erst seine Aussage die Überführung mit sich bringt. Bei sogenannten informatorischen Befragungen, also solche ohne Belehrung, bewegt sich die Polizei jedenfalls in einer Grauzone. Denn die Belehrung soll dem Beschuldigten ja gerade Klarheit über die Aussagefreiheit verschaffen. Ich komme wieder auf das Verfahren gegen Frau Zschäpe zu sprechen. Und mit zwei kleinen Anekdoten daraus möchte ich meinen Vortrag auch schließen. Der Entschluss, Frau Zschäpes zu schweigen, wurde immer wieder missachtet. Ihr wurde bei mehreren Gelegenheiten vorgegaukelt, Polizeibeamte würden sich zwanglos und halb privat mit ihr unterhalten. Nachdem sich Frau Zschäpe gestellt hatte, am 8.11.2011 bei der Polizei in Jena, erklärte sie, keine Angaben machen zu wollen. Die förmliche Beschuldigtenvernehmung war schon nach wenigen Minuten beendet. Der betreffende Kriminalbeamte bekundete in der Hauptverhandlung bei dem OLG München, Frau Zschäpe brachte klar zum Ausdruck, dass sie sich nicht zum Sachverhalt äußern will. Dies wurde von uns respektiert. Was tat er aber? Er überbrückte die Zeit, so seine Formulierung, bis andere Polizeikräfte eintrafen, nämlich solche, die Frau Zschäpe in den Polizeigewahrsam verbringen sollten. Er überrumpelte sie, die übernächtigt und gestresst war, und verwickelte sie in ein halbstündiges, lockeres Gespräch, so sagte er. Dieses drehte sich aber um das gemeinsame Leben im sogenannten Untergrund. Frau Zschäpe sei von Böhnhardt und Mundlos zu nichts gezwungen worden. Und natürlich wurde dieses Gespräch, die lockere Unterhaltung, später in die Beweisaufnahme in München eingeführt. 4 Tage später wurde Frau Zschäpe von der Justizvollzugsanstalt Chemnitz zu dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs nach Karlsruhe gebracht und anschließend in die JVA Köln eingeliefert. Auf dem Weg dorthin wurde sie über ihre, Zitat, Pflichten, wohlgemerkt nicht über ihre Rechte als Beschuldigte belehrt. Als besonders perfide muss die Gestaltung der Einleitung dieser Unterhaltung auf dem Transport bewertet werden. Eine Kriminalbeamtin bot Frau Zschäpe an, sich mit ihr ein, ich zitiere diese Beamtin, Babymöhrchen zu teilen. Genau in diesem Moment versuchte aber der andere Beamte, ein Gespräch anzufangen. Dafür, so sagte er in München aus, tastete er Frau Zschäpe vorsichtig ab und lotete aus, ob sie für eine Vernehmung bereit sei.
Obwohl Frau Zschäpe zwischendurch äußerte, nichts mehr sagen zu wollen, fragte er immer wieder nach. Gegenüber dem Oberlandesgericht München verbarg er seine Taktik später nicht mehr. Er habe durch Smalltalk eingeleitet. Zitat: Dann kommt man zu Punkten, was von polizeilichem Interesse ist. Nach der Vorführung und Vorbekanntgabe der Entscheidung des Ermittlungsrichters in Karlsruhe wurde eine weitere Unterhaltung geführt. Frau Zschäpe wurde wiederum vorgegaukelt, solche Angaben könnten nicht in gleicher Weise wie eine förmliche Aussage berücksichtigt werden. Das Bundeskriminalamt erfragte gezielt die Einzelheiten ihres Lebens im sogenannten Untergrund. In seiner Vernehmung vor dem Oberlandesgericht München freute sich dieser Kriminalbeamte sichtlich, Frau Zschäpe dorthin bekommen zu haben, wo er sie haben wollte. Er zog gegenüber dem Gericht die Schlussfolgerung, er habe, ich zitiere ihn, sehr weit fortgeschrittene Gedanken, Zitat Ende, bei Frau Zschäpe feststellen können, wie man sich im Untergrund legendiere. Genau diese angebliche Legendierung wurde später zu dem zentralen Beweis für die Mittäterschaft. Nachdem ich nochmals ausdrücklich mitgeteilt hatte, Frau Zschäpe werde keine Erklärungen zur Sache abgeben und darum gebeten habe, dass ihr die bei der Festnahme abgenommene Brille zurückgegeben werde, begab sich ein Kriminalbeamter deswegen in die JVA Köln. Der initiierten Unterhaltung lag dieses Mal sogar ein ausdrücklicher Ermittlungsauftrag zugrunde. Frau Zschäpe freute sich sehr über die Brille, auf die sie dringend angewiesen war. Dies nutzte der Beamte wiederum gezielt aus und unterzog sie einer Befragung zu ihrer viertägigen Flucht. Als dieser Kriminalbeamte in seiner Vernehmung damit konfrontiert wurde, der betreffende Tag sei ein Samstag gewesen, konnte er ein Lächeln über den Einsatz nicht verbergen und meinte wörtlich, bei Frau Zschäpe kann keiner Nein sagen. Als er weiter damit konfrontiert wurde, man könne seine Vorgehensweise als geschickt bewerten, sagte er, sichtlich stolz und wiederum lächelnd, ich weiß. Einen vorläufigen, traurigen Höhepunkt erreichte die Missachtung des Schweigerechts auf einer Transportfahrt im Sommer 2012, die das ZDF unter dem Titel Letzte Ausfahrt Gera in einem 90-minütigen Dokudrama verfilmte. Frau Zschäpe wollte noch einmal ihre fast 90-jährige Großmutter in Jena sehen, die nicht reisefähig war. Auf meinen Antrag hin genehmigte der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs eine sogenannte Ausantwortung. Vor der Fahrt hatte ich mitgeteilt, Frau Zschäpe wolle auch weiterhin keine Angaben zur Sache machen. Ich habe auch noch darauf hingewiesen, Frau Zschäpe stehe aufgrund des bevorstehenden Wiedersehens mit ihrer schwerkranken Oma unter einer besonderen Anspannung. Das Bundeskriminalamt hatte bei diesem Transport an sich nur die Aufgaben, ein Entweichen Frau Zschäpes zu verhindern und sie zu schützen. Eine Transportbegleitung durch normale Polizeivollzugsbeamte wäre folglich völlig ausreichend gewesen. Ausgewählt wurden aber zwei hohe Beamte, nämlich eine sympathische Kriminalhauptkommissarin im gleichen Alter von Frau Zschäpe und ein erster Kriminalhauptkommissar, ein Kumpeltyp. Beide waren tief in die Sachbearbeitung involviert. Es war also von vornherein geplant, Frau Zschäpe einer Befragung zu unterziehen. Anders als zuvor erfolgte der Transport nicht mit einem Hubschrauber, sondern über die Autobahn, schlicht und einfach, um mehr Zeit für die Befragung zu haben. Nachdem die Ermittlungen regelmäßige Urlaube der drei, also Zschäpe, Bönhardt und Mundlos, auf Fehmarn ergeben hatten, kam der ältere Kriminalbeamte über ein vermeintlich belangloses Gespräch über das Wetter auf diesen, aber auch auf andere verfahrensrelevante Orte zu sprechen. Ausgerechnet, als der Jenaer Ortsteil Lobeda erreicht war und Frau Zschäpe, so sagte der Kriminalbeamte, feuchte Augen bekam, wurde ihr berichtet, dort seien die Eltern von Uwe Bönhardt vernommen worden. In der Hauptverhandlung
sagte der Beamte. Ich wollte mal sehen, wie sie dann reagiert. Die Taktik ging auf, denn Frau Zschäpe berichtete über ihr gutes Verhältnis zu den Eltern. Die Beamten vermittelten ihr, eine RAF-Terroristin sei gerade wegen ihrer Aussagen vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden, nachdem sie auch nur kurze Zeit im geschlossenen Vollzug untergebracht gewesen sei. Frau Zschäpe wurde daraufhin nachdenklich. Ihr wurde geraten, mit der Vergangenheit abzuschließen. Ein Geheimnis oder eine große Lüge sei dafür hinderlich. Ausdrücklich wurde zu einer Aussage geraten. Aber nicht nur das. Auf der Fahrt wurde Frau Zschäpe gezielt gegen ihre Verteidiger aufgehetzt. Die Kriminalbeamten machten ihr klar, die Verteidigungstaktik sei falsch. Besser sei es auszusagen. Sie kauften vor der Rückfahrt nach Köln extra ein Buch über den NSU-Komplex, ließen Frau Zschäpe darin lesen und suggerierten ihr, ihre Verteidiger hätten Akten an die Presse weitergegeben. Das Bundeskriminalamt nutzte es aus, dass Frau Zschäpe wegen ihrer Anspannung für solche Einflüsterungen besonders anfällig war. Sie wussten auch, dass es Frau Zschäpe nicht bewerten könne, was tatsächlich tat und schuldrelevant ist. Der ältere Kriminalbeamte vermittelte in seiner gerichtlichen Vernehmung eine diebische Freude und Genugtuung, dass es ihm gelungen war, das Schweigen Frau Zschäpes zu brechen. Dabei handelte es sich um einen planvollen und aus unserer Sicht auch systematischen Rechtsverstoß, denn der Bundesgerichtshof stellte wiederholt heraus, dass bei einem Beschuldigten nicht der Eindruck hervorgerufen werden dürfe, ein Gespräch unterscheide sich in seiner Verwertbarkeit von einer förmlichen Vernehmung. Durch stetiges Nachfragen dürfe nicht versucht werden, so der BGH weiter, den Beschuldigten zu einer Aussage zu veranlassen. Aber auch der Senat des OLG München hielt sich nicht an die prozessualen Spielregeln. Der Vorsitzende nutzte die sogenannte Verteidigerkrise, die Kommunikation zwischen Frau Zschäpe und uns brach ab, aktiv aus. Ein Münchner Rechtsanwalt, der sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Verteidiger gemeldet hatte, er war also kein Verfahrensbeteiligter, teilte dem Vorsitzenden Richter in München Ende August 2015 mit, Frau Zschäpe wolle sich zur Sache äußern. Diesen für die Verteidigung ja äußerst bedeutsamen Umstand, es handelte sich um eine völlige Umkehr der grundlegenden Verteidigungsstrategie, verheimlichte uns der Vorsitzende. Wir als Verteidiger erfuhren davon erst 2 Monate später aus einem Artikel in Spiegel Online. Es folgten weitere Gespräche zwischen einem anderen Verteidiger, Frau Zschäpes, und dem Gericht. Wiederum wurden wir davon ausgeschlossen. Der ansonsten äußerst akribisch arbeitende Vorsitzende, der sozusagen jedes Telefonat in einem Aktenvermerk festhielt, nahm die Dokumentation solcher Gespräche auf Post-it-Zetteln vor, die er in seinen persönlichen Kalender einklebte und auch dort beließ. Erst auf Nachfrage der Verteidigung sah er sich gezwungen, den Inhalt seiner Notizen zu offenbaren. Obwohl der Vorsitzende Richter immer wieder verdeutlicht hatte, unsere weitere Mitwirkung an der Hauptverhandlung sei unabdingbar, er hatte uns auf wiederholte und wechselseitige Anträge nicht aus der Verteidigung entlassen, hat er uns absichtlich von einer Beratung Frau Zschäpes über ihr Aussageverhalten ausgeschlossen. Das Gericht nutzte die Schwächung des Binnenverhältnisses der Verteidigung kalkuliert aus. Zurück zur Ausgangsfrage. Jeder Beschuldigte hat das verfassungsmäßig verbürgte Recht auf eine unabhängige Verteidigung, die nur seinen Interessen verpflichtet ist. Dies gilt umso mehr bei schwersten Tatvorwürfen, bei denen der Beschuldigte in besonderer Weise eine Übermacht des Staates und einer gnadenlosen Vorverurteilung ausgesetzt ist. Die Aufgabe des Verteidigers liegt darin,
der Subjektstellung des Beschuldigten Geltung zu verschaffen. Dafür muss er alle ihm zur Verfügung stehenden Rechte nutzen, wozu er auch berufsrechtlich verpflichtet ist. Richter und Staatsanwälte betrachten Verteidiger nicht selten als lästige Störer, weil man selbst doch schon alles richtig mache und natürlich auch die Interessen des Angeklagten im Blick habe. Aber gerade wenn dem Verteidiger eine solche Störung vermittelt wird, ist er meist auf dem richtigen Weg, einen kurzen Prozess zu verhindern. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich schließe mich der Begrüßungsformel meines Kollegen an und komme gleich zur Sache. Stillschweigen ist die effektivste Waffe der Verteidigung. Sie haben es gerade von meinem Kollegen her gehört. Das Schweigerecht. Einfach mal die Klappe halten. Einfach. Herr Herr hat Ihnen berichtet, mit welchen perfiden Methoden versucht wurde, im Ermittlungsverfahren Frau Zschäpe zu irgendwelchen Äußerungen zu veranlassen. Das betrifft das Ermittlungsverfahren. Mein Fokus richtet sich auf die Hauptverhandlung. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf der Anklagebank in einem letztlich sehr kleinen Saal, einer beeindruckenden Kulisse. Kleiner als der hiesige, würde ich sagen. Ihnen gegenüber sitzen drei, anfangs sogar vier Vertreter des Generalbundesanwalts. Links von Ihnen die Richterbank mit anfänglich 8 Richtern. Wir hatten 3 Ergänzungsrichter. Hinten sitzen regelmäßig zwischen 60 bis 80 Nebenklägervertreter und einzelne Nebenkläger. Die sind Ihnen naturgemäß nicht wohlgesonnen. Auf der Tribüne sitzen weitere 101 Personen, so etwas oberhalb von Ihnen, die Sie anstarren. Und dann mehr oder weniger direkt vor Ihnen, zunächst im Abstand von nicht einmal 2 Metern, sitzt ein Sachverständiger, ein erfahrener Sachverständiger, eine echte Koryphäe. Dieser Sachverständige hat den Auftrag, die Prüfung, das Gericht bei der Prüfung der Frage zu unterstützen, ob aufgrund eines Hanges auch in Zukunft von Ihnen eine Gefahr ausgehen wird, mithin, ob im Falle Ihrer Verurteilung über eine Strafe hinaus die Sicherungsverwahrung anzuordnen ist. Parallel zu der Hauptverhandlung erfolgt eine mediale Berichterstattung in den ersten Wochen fast wie über einen Live-Ticker, in dem sozusagen jede Ihrer Regungen aufgegriffen und kommentiert wird. Dazu kommen fortgesetzte Forderungen, die Verteidigungsstrategie des Schweigens aufzugeben und nicht nur auszusagen, sondern auch endlich Reue zu zeigen. Dieses Szenario behalten Sie mal für sich im Kopf. Frau Zschäpe hat sich von diesem Sachverständigen nicht explorieren lassen. Das ist bekannt. Dass er mithin besonders auf Informationen von Zeugen zu ihrer Persönlichkeit und ihrem Verhalten angewiesen war, er also anwesend sein musste, steht außer Frage, aber nicht an mehr als 220 Hauptverhandlungstagen. Wir haben von Beginn an versucht, den hierfür zuständigen Vorsitzenden für die Problematik zu sensibilisieren und darauf hinzuwirken, dass der Sachverständige nur zu Beweiserhebungen erscheint, die für sein Gutachten relevant sind, dass er einen Sitzplatz im Saal mit einem größeren Abstand zu Frau Zschäpe und ihrer Verteidigung einnimmt, dass er während Unterbrechungen der Hauptverhandlungen den Sitzungssaal verlässt, dass er die Beobachtung der Interaktion von Frau Zschäpe mit ihren Verteidigern, später naturgemäß auch der Nicht-Interaktion, jedenfalls aber die Berücksichtigung einer solchen in seiner Untersuchung unterlässt, dass er letztlich generell das Mienenspiel Frau Zschäpes nicht in Bezug auf die Beweiserhebung verwerten darf, vor allem aber auch, dass der gesamte Schriftverkehr über das wechselseitige Begehren Frau Zschäpes und von uns aus der Verteidigung entlassen zu werden, nicht verwertet werden darf.
Das Ergebnis? Der Sachverständige rutschte 2 Plätze weiter weg. Dass der Sachverständige letztendlich angewiesen wurde, sein Gutachten einmal unter Berücksichtigung der Pauseninteraktionen und einmal unter Hintanstellung derselben, einmal unter Berücksichtigung der Schriftstücke und einmal unter Außerachtlassung derselben zu erstatten hatte, will ich Ihnen gar nicht vorenthalten. Darauf kommt es aber bei dem Thema Dauerbeobachtung gar nicht an. Ein anderer Psychiater aus München war angesichts einer akuten Gefährdung der Verhandlungsfähigkeit in seinen Ausführungen insbesondere auf die Auswirkungen der Beobachtung durch den Sachverständigen auf Frau Zschäpe eingegangen und hatte eine Verringerung der Belastungen insgesamt anempfohlen. Auf den weiteren, von ihm explizit formulierten Rat komme ich noch zu sprechen. Der Vorsitzende reduzierte die Verhandlungsdichte für einen kurzen Zeitraum. Das war's. Also sprich, statt 3 Tage pro Woche wurde nur noch 2-mal verhandelt. In einer seiner Verfügungen auf unsere Anträge hin erklärte er bezogen auf die Beobachtung der Angeklagten, Zitat, sie ist vielmehr eine Methode, um Anknüpfungstatsachen für das Gutachten zu erhalten und kann daher vom Sachverständigen herangezogen werden. Bei einer schweigenden Angeklagten, die sich nicht explorieren lässt, ist eine derartige Beobachtung auch verhältnismäßig. Zitat Ende. Weitere Verhältnismäßigkeitserwägungen teilte er nicht mit. Nur am Rande. § 81 Absatz 5 StPO sieht sinngemäß vor, dass die Unterbringung zur Beobachtung durch einen psychiatrischen Sachverständigen 6 Wochen nicht überschreiten darf. Der Sachverständige bei uns war an knapp 230 Tagen anwesend, das sind knapp 33 Wochen, also fast das 6-fache. Schon zuvor hatte der Vorsitzende erklärt, dass es ihm nicht möglich sei, den Sachverständigen zu leiten, also anzuweisen, die Inaugenscheinnahme der Angeklagten in den Sitzungspausen bzw. den Inhalt von Schriftstücken und Stellungnahmen nicht zur Grundlage seines Gutachtens zu machen. Es ist eine Binse, dass es einem Menschen unmöglich ist, willkürlich Sinneswahrnehmungen nicht zu tätigen. Darauf kommt es aber überhaupt nicht an. Dem Sachverständigen sind aufgrund der rechtlichen Grenzen Vorgaben durch den Vorsitzenden zu machen, was beispielsweise aufgrund von Beweisverwertungsverboten, der Kognition und damit auch der Berücksichtigung in einem Gutachten und letztendlich auch im Urteil entzogen ist. Zwar sollte der Sachverständige sein Gutachten insoweit differenzierend vortragen. Diese Anweisung erfolgte allerdings erst aufgrund erneuten Drucks von uns, unmittelbar bevor der Sachverständige mit der Erstattung seines Gutachtens begann, also nach besagten 230 Hauptverhandlungstagen. Für den Druck, der aus dieser Totalbeobachtung zuvor erfolgt war, spielte das also überhaupt keine Rolle mehr. Wie weit diese Beobachtungen und die seitens des Sachverständigen angestellten Spekulationen diesbezüglich reichten, will ich Ihnen kurz veranschaulichen. So trug er vor, Zitat, den Vernehmungen von Bekannten aus dem Umfeld in der Zeit vor dem Untertauchen, etwa Frau X, Herr Y, Herr Z oder Frau W, schien die Angeklagte zuweilen aufmerksam und ernst zu folgen, zuweilen wirkte sie aber auch kritisch oder ablehnend, insbesondere wenn negative Äußerungen über sie gemacht wurden, wobei es auch zu etwas abfällig wirkenden Kommentaren zum Verteidiger kam. Zitat Ende. Das Verhalten Frau Zschäpes anlässlich der Einvernahme des Zeugen Z hielt der Sachverständige wie folgt fest. Zitat, sie erschien im Ausdrucksverhalten wach, kritisch, ironisch, manchmal auch aufgebracht, wobei sie gelegentlich ihre Ablehnung durch Kopfschütteln zeigte und später eine überdrüssige Mimik bot, als nervte sie dies alles. Zitat Ende. Ich glaube, es dürfte jedem einleuchten, wenn ich darauf hinweise, dass es eine Regel, wonach sich die von einem Angeklagten gezeigte Mimik, Gestik, ausschließlich auf den Gegenstand der Beweiserhebung bezieht, nicht gibt. Genauso wenig wie die Blickrichtung bzw. das in den Blick genommene Subjekt oder Objekt den Gegenstand der einer Mimik oder Gestik zugrunde liegenden gedanklichen Regung bestimmt. Kurz gesagt, ich kann sie anschauen und trotzdem an die Berge denken.
Eine solche Regel bräuchte es aber, wenn sie wissenschaftlich fundiert, also evaluierbar und reproduzierbar, darauf gestützte Beobachtungen bewerten wollten. Das ist der eine Part, der Ihnen als betroffener Person nämlich das Gefühl gibt, einer ziemlichen Beurteilungswillkür ausgesetzt zu sein. Der andere Part wird deutlich anhand weiterer Details. In seiner polizeilichen Vernehmung hatte der Zeuge Z dem Protokoll zufolge bekundet, dass Frau Zschäpe damals in den 90ern geklaut, Kellereinbrüche begangen und Alkohol gestohlen habe, um Partys zu veranstalten, Vietnamesen Zigaretten abgejagt und hinterher mit der Tat geprallt habe. Er habe sie für eine Primitive gehalten, die sinnlos geklaut und ein sehr vulgäres Auftreten gehabt habe. Sie werden mir zugeben, dass es nicht schön ist, derlei über sich zu hören, erst recht nicht in Gegenwart zig Verfahrensbeteiligter und quasi medial vor der ganzen Welt. Diese Ausführungen legte der Sachverständige seinem Gutachten zugrunde als, Zitat, Entwicklungen, die zunehmend in Dissozialität und Delinquenz führten. Zitat Ende. Die Angaben dieses Zeugen wurden im Wege des Vorhalts abgefragt. Damit war der Vorsitzende mit seiner Befragung durch. Der Kollege Herr hat es Ihnen schon geschildert. Erst unsere weitere Befragung ließ den Zeugen von seinen ursprünglichen Angaben erheblich abrücken. Er musste nämlich einräumen, dass sich seine bisher geschilderten Wahrnehmungen gar nicht oder jedenfalls nicht so auf Frau Zschäpe bezogen. Bei dem Zeugen Y verhielt es sich ähnlich, nur umgekehrt. Dieser bekundete am ersten Tag, Frau Zschäpe als umgänglichen Typ wahrgenommen zu haben, ihm gegenüber vielleicht ein bisschen reserviert und lustig bis amüsant. Sie sei kein unwillkommener Gast gewesen. An deutliche Äußerungen politischer Art von ihr könne er sich nicht erinnern, ebenso wenig an einen Bezug zu dem sogenannten THS. Am zweiten Tag seiner Vernehmung, die nicht unmittelbar am nächsten Tag erfolgte, zeichnete der Zeuge in der Wirkung ein gänzlich anderes Bild von Frau Zschäpe. Hierzu befragt, also wie es dazu kam, räumte er ein, Zitat, das weiß ich nicht. Von der ersten zur zweiten Aussage habe ich mich mit Sicherheit in der öffentlichen Presse umgesehen. Das, was ich gelesen habe, hat mich beeinflusst. Zitat Ende. Die Liste solcher Beispiele könnte ich noch lange fortsetzen. Eins noch. Eine Polizeibeamtin, die ausweislich eines Protokolls Frau Zschäpe im Jahr 1996 vernommen haben soll, bekundete immer wieder nur, keinerlei Erinnerungen an diese Vernehmung, ja überhaupt an Frau Zschäpe als Person zu haben. Sie entschuldigte sich auch immer wieder dafür, wofür nach 22 Jahren gar kein Anlass bestand, zumal die Zeugin damals nur Ermittlungsaufträge abarbeitete, also auch gar nicht irgendwie in der Sache war. Der Vorsitzende begann nun, der Zeugin Absatz für Absatz aus diesem Vernehmungsprotokoll vorzuhalten, was jeweils aber auch, nicht überraschend, keinerlei Erinnerungen weckte. Bis auf einmal die Zeugin ausführte, dass Frau Zschäpe aussagebereit gewesen sei, Angaben gemacht habe, Zitat, völlig ruhig, klipp und klar, sie wusste genau, was sie wollte. Zitat Ende. Frau Zschäpe habe ihre rechtsorientierte Gesinnung in der Vernehmung dargelegt, auch gelebt und zum Ausdruck gebracht, das habe sich auch in den anderen Verfahren wiedergespiegelt. Anschließend herrschte bei der Zeugin wiederum die totale Erinnerungslosigkeit. Nach der 11. Verneinung auf die Frage nach einer Erinnerung anlässlich eines Vorhalts platzte es aus ihr heraus, Zitat, es tut mir leid, dass ich definitiv hier nicht klipp und klar Auskunft geben kann. Zitat Ende. Was machte der Sachverständige daraus? Er berücksichtigte sogar gleich zweimal, dass Frau Zschäpe klipp und klar, ruhig und sachlich und aufgeräumt gewesen sei. Ich komme zurück zu meinem Eingangsszenario. Sie erinnern sich. Sie sollten sich vorstellen, Sie sitzen dort abgestempelt vom ersten Tag als die eiskalte, mordende Nazi-Braut. Sie hören nicht nur, wie ehemalige Jugendfreunde und Jugendbekannte über Sie herziehen, und Sie erleben, wie die Befragung durch übrige Prozessbeteiligte einzig mit dem Ziel erfolgt, die aktenkundigen Erkenntnisse aus dem Ermittlungsverfahren, die ja selbst schon mit einer bestimmten Zielrichtung, nämlich einer Überführung, erhoben wurden,
nur noch richterlich bestätigen zu lassen, sie quasi rechtsstaatlich zu beurkunden. Bitte stellen Sie sich jetzt mal ein anderes Szenario vor. Sie haben Streit. Ihnen wird irgendetwas vorgeworfen und Sie empfinden den Vorwurf als falsch. Oder Sie erkennen, dass da ein Missverständnis vorlag. Wie reagieren Sie? Ich kann für mich nur sagen, selten, also im privaten Bereich, mit buddhistischer Gelassenheit. Stimmen Sie mir nicht zu, dass es manchmal schon schwer fällt, den anderen überhaupt nur ausreden zu lassen? Zurück zum ersten Szenario. Sie haben sich entschieden, von Ihrem Schweigerecht Gebrauch zu machen. Sie können also zu dem Ganzen, was Sie hören, nichts sagen. Naja, werden Sie jetzt vielleicht denken, Sie werden ja nicht gezwungen, von Ihrem Schweigerecht Gebrauch zu machen, richtig. Aber Sie erinnern sich noch an die Ausführungen meines Kollegen Heer zum Thema Verteidigungsstrategie, wonach Schweigen eigentlich und jedenfalls in diesem Verfahren aus unserer Sicht alternativlos ist. Zum einen. Zum anderen werfe ich in diesem Kontext die Frage auf, wäre ein Strategiewechsel, nicht mehr zu schweigen, sondern auszusagen, wäre ein solcher Strategiewechsel aufgrund dieser Situation freiwillig? Ich komme zurück auf den Psychiater aus München, Stichwort Verhandlungsfähigkeit. Er führte in Bezug auf eine Verteidigungsstrategie des Schweigens allgemeingültig aus, Zitat, eine solche Verteidigungsstrategie bedeutet aber eine enorme Belastung, da die üblichen Methoden zum Belastungsabbau, wie das Offenlegen und die Lösung eigener Probleme und Gemütszustände, die Erlangung mitmenschlicher Solidarität, das Verständnis anderer für die eigene Situation oder auch das einfache nur darüber reden, was einen subjektiv belastet, nicht möglich ist. Er thematisierte ferner die intensive Beobachtung durch den Sachverständigen und weitere belastende Momente. Er bewertete die sich aus dem Prozess und der gewählten Verteidigungsstrategie ergebenden Belastungen als solche, welche für die meisten Menschen über längere Zeiträume nur schwer ertragbar sein dürften und zu psychischen und psychosomatischen Reaktionsbildungen führten. Diese wiederum beeinträchtigten die weitere Belastungsfähigkeit. Es entwickelt sich eine Spirale abwärts. Letztlich ist auch die Verhandlungsfähigkeit in Gefahr. Es geht mir nicht darum, bei Ihnen Mitleid für Frau Zschäpe zu wecken. Mitleid ist ein Gefühl, welches für die hier inmitten stehenden Themen und Fragen gänzlich irrelevant ist. Wie sollte denn nun mit dieser außerordentlichen Belastung, die die Prozesswirklichkeit für Frau Zschäpe mit sich brachte, umgegangen werden? Aufhorchen lassen muss vor allem eine weitere Empfehlung des Münchner Sachverständigen. Wir, also Frau Zschäpe und die Verteidiger, sollten überlegen, über diese extrem kraftraubende Verteidigungsstrategie in Relation ob diese extrem kraftraubende Verteidigungsstrategie in Relation steht zu den gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Einer Angeklagten, die sich schwersten Tatvorwürfen ausgesetzt sieht, der neben einer lebenslangen Freiheitsstrafe die Sicherungsverwahrung droht, wird gleichwohl aus psychiatrischer Sicht angeraten, die Verteidigungsstrategie zu überdenken, was ja nichts anderes bedeutet, als entweder Sie bleiben dabei, dann sind Sie demnächst gesundheitlich ein Wrack, zugleich mit der Aussicht auf einen nicht endenden Prozess, oder aber Sie geben eine Erklärung zur Sache ab, was jedenfalls dem Gericht die Möglichkeit eröffnet, in der Beweiswürdigung wesentlich freier zu argumentieren, neutral formuliert. Die Möglichkeit, die Anklagehypothese der Staatsanwaltschaft mit den gegebenenfalls bisher für eine Verurteilung nicht ausreichenden Beweismitteln zu bestätigen. Das ist keine bösartige Unterstellung aus Verteidigersicht. Das beschreiben die Psychologen mit den Begriffen Inertia-Effekt, Schulterschluss-Effekt, konfirmatorisches Hypothesentesten. Kann man unter solchen Umständen noch von der Freiheit bezüglich der Verteidigungsstrategie sprechen? Was nützt Ihnen ein Recht, wenn Sie faktisch nicht in der Lage sind, davon Gebrauch zu machen? Dieser Beobachtungsproblematik immanent ist der Grundsatz der Öffentlichkeit.
Paragraf 169 GVG. Dieser Prozessmaxime hatte der Gesetzgeber eine solche Bedeutung beigemessen, dass seine Verletzung einen absoluten Revisionsgrund gemäß 338 Nummer 6 StPO darstellt. Damals ging es vor allem um öffentliche Kontrolle und Schutz vor Willkür. Es ging um den Schutz des Angeklagten. Heutzutage geht es weniger um den Schutz des Angeklagten durch Öffentlichkeit als vielmehr vor Öffentlichkeit. Die Prangerwirkung war selbstverständlich auch in diesem Prozess enorm. Wie sehen Sie das? Ist das hinzunehmen? Und wenn ja, warum? Ein weiteres Öffentlichkeitsproblem, auch zum Stichwort Wahrheitsfindung. Paragraf 58 Absatz 1 StPO sieht vor, dass die Zeugen einzeln und in Abwesenheit der später zu hörenden Zeugen zu vernehmen sind. Der Zweck ist klar. Zeugen sollen möglichst unbeeinflusst von den Aussagen anderer bekunden, gemäß ihrer Erinnerung. Wie soll der Vorschrift des Paragraphen 58 StPO entsprochen werden, wenn Aussageinhalte aus der Hauptverhandlung während derselben oder in Unterbrechungen teilweise wörtlich getwittert werden? Wenn Mitschriften aus der Hauptverhandlung im Internet veröffentlicht werden und wenn sich in vielen Vernehmungen herausstellt, dass Zeugen gezielt im Internet recherchiert haben? Wie sieht es dann noch mit der Wahrheitsfindung aus? Sie stören das Geschäft. Die Qual der Opfer soll verlängert werden. Die Verteidiger begeben sich damit in ein Umfeld von Sympathisanten, die Opfer werden gequält. Dies sind nicht etwa Zitate aus medial verbreiteten Kommentaren zur Verteidigertätigkeit, sondern Zitate aus der Hauptverhandlung. Die erste Äußerung stammt von einem Bundesanwalt, die anderen von zwei Nebenklägervertretern, also Rechtsanwälten. Sie erfolgten als Stellungnahmen zu Anträgen und Beanstandungen von uns als Verteidigern. Was ist die Kernaussage? Wir wollen einen kurzen Prozess machen. Anders lassen sich diese Aussagen nicht interpretieren. In einem Zeitungsartikel las ich kürzlich folgende sehr zutreffende Umschreibung, Zitat, Verteidiger verfallen immer dann der Feinderklärung, wenn die Öffentlichkeit zu wissen glaubt, dass nur Geldgier oder eine Verstrickung in die böse Welt des Angeklagten sie antreibt, aus dem eigentlich doch gebotenen kurzen Prozess mit angeblich miesen Tricks einen langen zu machen. Zitat Ende. Diese Anwürfe erleben wir Verteidiger immer wieder. Anträge der Verteidigung verzögern das Verfahren gerade so, als ob feststeht, wie lange das Verfahren dauern soll, man sich darauf eingestellt hat und diesem Zeitplan nun doch erheblich hinterhergehinkt werde. Um was geht es denn eigentlich? Mit dem Strafprozess und dem Urteil sollen gleichermaßen gewährleistet werden die Zuverlässigkeit der Wahrheitsfindung und die Glaubwürdigkeit der Justiz. Insoweit möchte ich Ihnen einen Satz aus der durchaus sehr lesenswerten und auch diskussionswürdigen Habilitationsschrift des Kollegen Börner, Legitimation durch Strafverfahren nicht vorenthalten. Ohne Glaubwürdigkeit taugt die schönste Wahrheit nicht. Mit der Aufklärung des wahren Sachverhalts geht es auch um die Sicherung der Gerechtigkeit. Auch wenn der Rechtsstaat Recht spricht, er Gerechtigkeit nicht immer schafft. Was ist Wahrheit? Eine Definition ist schwer. Im Strafrecht geht es um die Rekonstruktion einer Wahrheit. Es geht um Erkenntnisse, die in die Vergangenheit gerichtet sind. Das mag in objektiver Hinsicht vermeintlich einfach sein. Sie stellen sich vor, irgendwo gab es eine Kamera, die etwas aufgezeichnet, objektiv, sofern nicht manipuliert wurde, eindeutig. Wenn es um das Subjektive, um innerpsychische Vorgänge geht, wenn es zugleich um normative Zuschreibungen im Sinne von Verantwortlichkeiten geht, wird es kompliziert. Wenn wir uns also einer historischen Wahrheit ohnehin nur annähern können, ist es wichtig, dass dieser Erkenntnisgewinn nach allgemeingültigen Regeln und unter Wahrung absoluter, unantastbarer Grundrechte erfolgt. Denn die Folgen eines Urteils, seine Wirkung, hängen in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung ganz maßgeblich von ihrer Akzeptanz ab, von einer Akzeptanz, die gleichermaßen in der Öffentlichkeit, beim Angeklagten, bei dem Geschädigten, so es ihn gibt,
herzustellen ist. Das ist das, was gemeinhin unter einem rechtsstaatlichen Verfahren zu verstehen ist. Rudolf von Ehring, Rechtswissenschaftler, übrigens aus Nordfriesland, also auch hier aus dem Norden, formulierte schon im vorletzten Jahrhundert: Die Form ist die geschworene Feindin der Willkür, die Zwillingsschwester der Freiheit. Fischer, Sie kennen ihn, den ehemaligen Bundesrichter, beschreibt dasselbe Thema in der Festschrift für Kühne plakativ wie pointiert. Ich zitiere ihn: Seine Formenstrenge, der Strafprozess, hat nicht die Aufgabe, Verbrecher zu vernichten oder davonkommen zu lassen, sondern den Bürger vor dem maßlosen Zugriff des Staats, um irgendwelcher, also auch der guten Ziele willen, zu schützen. Wer Täter ist, ergibt sich durch den Prozess oder gar nicht. Es ist das Ergebnis des Verfahrens und nicht der Beginn. Zitat Ende. Die Aktualität seiner Beobachtung im folgenden Zitat ist bezogen auf den Prozess in München nicht zu übersehen. Der Bürger, den die Zahnräder der Strafjustiz ergreifen, hält es für selbstverständlich, dass man ihm diese Rechte, gemeint sind die prozessualen Verfahrensrechte, gewährt. Erstaunlich viele denken trotzdem, sie, also die Verfahrensrechte, seien nur für die Guten da, also für sie selbst, ein paar Steuerhinterzieher und Versicherungsbetrüger aus dem Bekanntenkreis, unschuldige Angeklagte in Spielfilmen, keinesfalls aber für den Bösen. Ich komme zurück zur Gerechtigkeit. Sie kann nur dort entstehen, wo die Wahrheitsrekonstruktion in einem justizförmigen Verfahren, also nur unter Einhaltung der rechtsstaatlichen Prinzipien, vorgenommen wird. Als Verteidigerin bin ich mithin nicht einer übergeordneten Gerechtigkeit verpflichtet, sondern trage durch meine Tätigkeit zu ihrer Realisierung bei. Vor diesem Hintergrund dürfte sich Ihnen nunmehr erschließen, warum Frau Schäpe, jedenfalls zu Beginn der Hauptverhandlung, 3 vom Staat bezahlte Verteidiger hatte. Es geht ganz offensichtlich nicht lediglich darum, die Präsenz eines Verteidigers in der Hauptverhandlung quasi als Verurteilungsbegleiter nachzuweisen, sozusagen der Verteidiger als Feigenblatt eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Ganz pragmatisch betrachtet 3 Verteidiger, damit eine Verteidigung effektiv geführt werden kann. Was das heißt? Herr Heer hat bereits darauf hingewiesen, wenn der Angeklagte schweigt, ist Verteidigung umso mehr gefragt. Tatsächlich muss man sagen, dass 3 Verteidiger für das, was nach unserem Verständnis erforderlich war und ist, angesichts der Aktenfülle, angesichts der nicht nur zahlenmäßig umfangreichen Tatvorwürfe, sondern auch angesichts des sich über einen langen Zeitraum erstreckenden prozessualen Verfahrensgegenstandes, also vom 26. Januar 1998, dem sogenannten Untertauchentag, bis zum 4. November 2011, hätten die Verteidigeraufgaben nach unserer Sicht auch auf mehr Verteidiger verteilt werden können. Noch ein paar Zahlen für Sie. An der Fertigung der Anklageschrift des Generalbundesanwalts sollen 7 Staatsanwälte mitgewirkt haben. Beamtmäßig waren im Ermittlungsverfahren über 500 im Einsatz. Auf Seiten der Nebenkläger gab es über 60 Nebenklägervertreter. Als wir die Bestellung von Rechtsanwalt Stahl und mir beantragt haben, betrug der Aktenumfang, der also uns vorlag, geschätzte 250.000 Blatt. Bei einer durchschnittlichen Lesegeschwindigkeit, bei einer überdurchschnittlichen Lesegeschwindigkeit von 1 Minute pro Seite bedeutet dies, dass eine Person insgesamt 175 Tage ununterbrochen, bei 8 Stunden am Tag 525 Tage und bei vielmehr realistischen 4 Stunden pro Tag 1050 Tage braucht, um sich den Akteninhalt vollständig zu erarbeiten. Nachdenken, diskutieren, prüfen, Anträge formulieren kommt dann noch extra. Das Thema Freiheit der Verteidigung ist aber in dem Verfahren auch unter einem gänzlich anderen Gesichtspunkt relevant. Sie wissen, dass es beginnend im Juli 2014 verschiedene und wechselseitige Anträge auf Rücknahme unserer Bestellungen als Verteidiger gab. Die Kommunikation wurde im Sommer 2015 abgebrochen. War Verteidigung jetzt noch effektiv möglich? Wenn wir von einer Verteidigung sprechen, die nach unserem Verständnis
nur dann effektiv ist, wenn sie legit artis geführt wird, eigentlich muss man sagen, nur dann überhaupt effektiv sein kann. Und wenn sie lege artis geführt werden kann, dann beantworten wir die Frage mit einem klaren Nein. Vor diesem Hintergrund haben wir auch erstmals am 20. Juli 2015 unsere Entpflichtung beantragt. Auch bei diesem Thema kommen wir zum Ergebnis, dass zunächst einmal der Gesetzgeber gefordert ist. Es kann nicht sein, dass ein Angeklagter und oder der Verteidiger gehalten ist, ausgerechnet dem Vorsitzenden des erkennenden Gerichts diese Umstände, die ja nahezu immer das noch verfassungsrechtlich geschützte Verteidigungsbinnenverhältnis betreffen, offenzulegen. Das wäre erforderlich, um tatsächlich eine Entpflichtung zu erreichen. Dass der Vorsitzende in unserem Fall dann noch diese Schreiben nach unserer Auffassung absolut unzulässig allen übrigen Prozessbeteiligten zukommen ließ, was übrigens immer auch nur wenige Minuten später die mediale Veröffentlichung zur Folge hatte, lässt Sie an dieser Stelle vielleicht ahnen, wie sehr letztlich die Rechte Frau Zschäpes als Angeklagter immer wieder verletzt und missachtet wurden, obwohl wir aktiv verteidigt haben. Ich komme zum Schluss. Der Prozess gegen Frau Zschäpe kann als Brennglas für nahezu jede strafprozessuale Rechtsfrage und das daraus erwachsene Problem bezeichnet werden. Nahezu immer ist auch die Justizförmigkeit des Verfahrens, letztlich die Rechtsstaatlichkeit tangiert, sind wir also als Verteidiger umso mehr gefordert. Eine Auswahl für den heutigen Abend zu treffen, fiel ausgesprochen schwer. Wir hoffen, Sie in einem kleinen Ausschnitt nicht nur als angehende Juristinnen und Juristen für die Bedeutung der Strafverteidigung als einem hohen Gut eines rechtsstaatlichen Verfahrens sensibilisiert, vielleicht sogar begeistert gekonnt zu haben. Unsere Tätigkeit als Strafverteidiger lebt davon, immer wieder Probleme und Rechtsfragen zu diskutieren, auch intern. Wir möchten Sie wirklich einladen, uns Fragen zu stellen oder unsere Thesen zu diskutieren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der entscheidende Test. Ich merke, die Mikrofone funktionieren. Dann kann ich jetzt auch noch mal in Worten mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für Ihren Vortrag bedanken. Sie haben ganz am Anfang die Maßstäbe umrissen, die eigentlich ganz unstreitig in jedem Strafprozessrechtslehrbuch zu finden sind, und haben dann geschildert, wie Sie die Umsetzung dieser Maßstäbe und das, was man sich auch hat einfallen lassen, was sich jedenfalls entwickelt hat, auch von Seiten des Gerichts, auch weiterer Verteidiger, haben das daran gemessen, haben ihr klares Votum abgegeben, wie man den Prozess zu bewerten hat. Und nun will ich auch ruhig sein. Ich habe auch durchaus Fragen, und aber das ist jetzt nicht meine Rolle, Ihnen die Fragen wegzunehmen. Ich bitte um Ihre Fragen. Die Mikrofone sollten jetzt dann jeweils zu den Leuten gehen, und da haben wir Herrn Jensen zunächst. Ja, vielen Dank fürs Mikrofon erstmal. Die entscheidende Frage, die ich mir so gestellt habe am Anfang, gerade bei Ihren Ausführungen, war ja, wie Sie es eigentlich geschafft haben, dass die ganzen Leute jetzt straffrei davongekommen sind, die so gegen den Rechtsstaat verstoßen haben und die Prinzipien so eigentlich mit Füßen getreten haben. Es kann doch nicht sein, dass wir einfach vorher Ergebnisse veröffentlichen, dass wir in einen Prozess reingehen mit feststehenden Ergebnissen und das im Endeffekt auch keine Konsequenzen hat für die Beteiligten. Ich stimme Ihnen zu, das kann nicht sein. Naja, letztendlich meine erste Idee wäre doch jetzt, dass wir eigentlich sagen, wir ziehen los und treten Strafprozesse gegen alle die Beteiligten los,
die da so gegen verstoßen haben. Und das muss ja eigentlich auch so weit führen können, dass wir sagen, wir kriegen die Immunität der Politiker aufgehoben an den Stellen, weil das so grundlegend gegen unseren Rechtsstaat verstößt, dass wir sagen, das können wir hier nicht dulden. Ja, dazu müssten bestimmte Verhaltensweisen erstmal strafbar sein, also nach dem StGB ja. Es war eine Schweinerei prozessualer Art, was hier passiert ist in weiten Teilen. Ja, man kann jetzt sagen, gelinde gesagt, ist es zeugt nicht von gutem Geschmack, wenn sich der Generalbundesanwalt und der BKA-Präsident dann auch noch auf dieser besagten Pressekonferenz am 1. Dezember 2011 dort vor die Tatwaffen stellen, lächeln und sich fotografieren lassen. Ja, das ist so nicht zu billigen. Strafbar für sich ist das nicht. Und wenn man uns keinerlei Akteneinsicht gab zu diesem Zeitpunkt, und macht da eben extra eine Pressekonferenz, um die Öffentlichkeit zu informieren über Dinge, die uns völlig unbekannt waren. Wir haben auch da, ich habe es mir auch angeschaut, dann erstmal diese Waffen gesehen. Ja, hat mit ordnungsgemäßem Rechtsstaatdenken nichts zu tun. Für sich genommen ist das jetzt nicht strafbar. Wäre es nicht aber so, dass man mindestens geldlich was rausholen könnte dafür, dass man sagt, die Angeklagte wird ja extrem in ihren Verhalten geschädigt. Haben Sie noch das Mikrofon? Ja, ich habe noch das Mikrofon. Das war mir nicht sicher. Ich befürchtete eher, es wäre zu laut, deswegen war ich etwas vorsichtig damit. Ja, wäre es nicht so, dass man zumindest geldlich da was rausholen könnte für die Angeklagte, weil man sagt, das schränkt sie ja doch sehr ein und geht ja auch ihren Persönlichkeitsrechten sehr nahe, was dort kundgetan wird? Man hätte in diesem Verfahren sicher für 8 Stunden am Tag nur einen Medienanwalt beauftragen können, ja. Das war von uns so nicht zu leisten und wir sind auch keine Medienanwälte. Frau Krüger. Danke. Vielen Dank für den Vortrag. Mich würde mal interessieren, was Sie eigentlich dazu gebracht hat, diese Verteidigerposition tatsächlich zu übernehmen. Ich meine, es gibt ja wirklich genügend Gründe, die tatsächlich dagegen gesprochen hätten, das zu machen, also aus Verteidigersicht, karrieristischer Sicht, würde ich sagen. Was hat Sie denn am Ende dazu gebracht, dieses Mandat tatsächlich anzunehmen, mit all den Schwierigkeiten, die ja absehbar waren wahrscheinlich, die das mit sich bringen würde, auch für Sie persönlich? Wir sind Strafverteidiger. Also eigentlich ist die Antwort auf diese Frage recht banal. Wir sind Strafverteidiger und das kann ich für uns beide sagen, wirklich mit Leib und Seele und weil es unsere Überzeugung ist und weil wir tagtäglich immer wieder kämpfen und tatsächlich auch eigentlich ein sehr rechtsstaatliches Verständnis haben und selbstverständlich gegen alle rechtsextremistischen Tendenzen, Taten sozusagen politisch sind, aber der Auffassung sind, darauf muss in unserem Staat umso rechtsstaatlicher oder das heißt umso rechtsstaatlicher, also es muss rechtsstaatlich geantwortet werden, damit einfach ein Verfahren wirklich sauber geführt wird und im Nachhinein man auch nicht einer hingehen kann und sagen kann, naja, das war nur ein Schauprozess und sie ist eine Märtyrerin zum Beispiel. Dann, ich glaube, Herr Peter da oben, ich bin nicht ganz sicher. Ich blende doch. Ja, vielen Dank. Ich habe auch eine Frage. Und zwar Rechtsstaat heißt ja nicht nur, dass das Verfahren als solches justizförmig abläuft, sondern Rechtsstaat heißt halt vielleicht auch, dass Leute, die am Ende schuldig sind, verurteilt werden. Und dementsprechend haben wir natürlich auch zum Beispiel bei vielen Ermittlungsverfahren eben ein Abwägungsgebot, wo wir gucken müssen, naja, Schwere des Vorwurfs, Interesse an der Strafrechtspflege gegen Schwere des Verfahrensverstoßes. Und auch jeder Fehler im tatsächlichen Hauptverfahren führt ja nicht dazu, dass das Ding in der Revision gekippt wird, sondern eben nur, wenn das Urteil darauf beruht. Und insofern würde ich gerne wissen, inwieweit Sie vielleicht auch diese andere Perspektive des Rechtsstaats in Ihre Erwägungen grundsätzlich mit einbeziehen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Sie da richtig verstanden zu haben. Selbstverständlich geht es einfach nur darum, dass die entsprechenden Rechte eingehalten werden und man wird nachher überprüfen müssen, wann in welchen Fällen ein Urteil auch darauf beruht. Aber meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, beispielsweise durch eine Befragung der Polizeibeamten herauszuarbeiten, wie sie tatsächlich diese Situationen mit Frau Schäpe, die Ihnen der Kollege hier geschildert hat, wie die überhaupt zustande gekommen sind. Das steht ja nicht in den Vermerken drin, sondern Sie müssen das in mühseliger Kleinstarbeit herausfragen und letztendlich ist
den Polizeibeamten nur ihr eigenes Ego ein bisschen in die Quere gekommen, denn ganz häufig können sie sich noch so sehr anstrengen als Verteidiger, kriegen sie diese Informationen, was sich der jeweilige Beamte gedacht hat, eben gerade nicht. Und dann haben sie zwar eine Vermutung, dass das alles so gelaufen ist, wie es nicht in Ordnung war, aber sie können es nicht mal belegen. So haben wir zumindest mal das herausarbeiten können. Stichwort, da war Verteidigung in gewissem Maße effektiv. Inwieweit nun die entsprechenden Informationen, die auf diese Art und Weise gewonnen wurden, im Urteil verwertet werden, inwieweit damit im Ergebnis eine Revision erfolgreich begründet werden kann, das wird man sehen. Diese Frage stellt sich aber am Ende immer. Ja klar, aber also aus meiner Perspektive ist es natürlich richtig, dass Sie in Ihrer Rolle als Verteidiger genau das machen. Das ist Ihr Job und es ist wichtig, das zu tun. Aber irgendwie, also mir persönlich würde es extrem schwer fallen, als Mensch dann irgendwie am Ende, natürlich nehme ich diese Rolle ein, aber dann, wenn ich davon ein bisschen zurücktrete und zurückgucke, dann muss man sich ja vielleicht auch, also mir würde es einfach schwer fallen, nur diese eine Perspektive des Ganzen zu sehen. Und ich glaube, irgendwie war der Vortrag von der Frage vielleicht auch so ein bisschen angelegt, da vielleicht auch noch eine andere Perspektive mit reinzusehen. Oder ist das für Sie überhaupt gar kein Problem und Sie sagen, ich bin einfach nur Verteidiger, das ist mein Job und das war's? Ein Problem für mich ist es sicher nicht, nein. Klare Antwort, es ist kein Problem für mich. Das ist meine Rolle und Sie sagen, es ist mein Job, das ist meine Aufgabe. Es ist ja auch eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, diese sogenannte Pflichtverteidigung. Dafür sitzt man ja da. Sie müssen irgendwie für diesen Beruf geboren sein. Ich erinnere mich an meine Referendarzeit. Von 25 Mann gab es noch einen anderen, der mittlerweile Strafverteidiger macht, und mich und niemand sonst. Und die anderen haben alle gesagt, ja, wir wollen Richter werden und nicht nur schnell Mutterschaftsurlaub zu bekommen und sicheres Geld, sondern eben auch, weil das denen nicht lag. Und ja, dafür habe ich Verständnis. Ja, ich mache es gerne. In der Tat, in der Anmoderation war es schon gesagt worden. Ich habe mich schnell dafür begeistert und ich mache es gerne. Allerdings habe ich auch meine Privatmeinung. Ja. Die mach mal. Werde ich Ihnen aber nicht unbedingt erzählen. So. Frau Lieck. Warten Sie bitte aufs Mikrofon. Dankeschön. Danke. Meine Frage richtete sich auf Ihre Ausführungen, dass dieser Sachverständige, der das Verhalten von Frau Zschäpe im Prozess beurteilen sollte, zu viele Möglichkeiten dazu bekommen hat, an zu vielen Prozesstagen anwesend war und damit über das erforderliche oder geeignete Maß hinaus diese, Auswertung von Mimik, Gestik oder anderem Verhalten durchführen konnte. Aber wenn sich nun einmal der Angeklagte auf sein Recht zum Schweigen beruft, dann bleibt ja auch innerhalb des Prozesses keine andere Möglichkeit, subjektive Elemente zu untersuchen. Also in einer gewissen Weise ist es doch auch dann gerade erforderlich, wenn der Angeklagte schweigt, ihn auch auf nonverbale Hinweise hin auch tiefergehend zu untersuchen. Sie haben die Antwort im Prinzip gleich mitgeliefert in Ihrer Frage. Sie sagten selber, dann, wenn sie schon schweigt, also nicht spricht verbal, dann muss sie doch wenigstens nonverbal untersucht werden. Aber das Schweigerecht bezieht sich ja nicht nur darauf, dass ich sozusagen Sprache nutze, sondern es basiert darauf, dass ich mich überhaupt nicht zum Gegenstand von Ermittlungen mache. Ich mache mich überhaupt nicht zum Beweismittel. Und insofern muss man eben auch berücksichtigen, ein Mensch kann nicht kommunizieren. Also selbst wenn Sie sitzen wie zur Salzsäule erstarrt, offenbart das zumindest die Fähigkeit, dass Sie wie zur Salzsäule erstarrt sitzen können. Also Sie können drehen, wie Sie wollen. Es gibt nicht die Möglichkeit, sich nicht zu verhalten. Und insofern ist das nachvollziehbar, dass man natürlich mehr Erkenntnisquellen haben möchte. Aber also mal abgesehen davon, dass der psychiatrische Sachverständige untersuchen muss, ob jemand sozusagen in der Lage ist, ist er jetzt orientiert zeitlich im Hier und Jetzt, so ich sage mal die basalen Geschichten, ist das einfach unzulässig.
Und aus dem Grunde waren wir der Auffassung, dass also der Sachverständige muss nicht anwesend sein, wenn irgendein Zeuge etwas zur Funktionsweise, weiß ich nicht, von einem Videorekorder berichtet. Da gibt es keinen Grund für, außer den er selber gesagt hat, halt immer wieder Frau Zschäpe anzugucken. Und ich habe vorhin Beispiele rausgestrichen, um es ein bisschen zu kürzen, aber er hatte einen Spaß daran. Ich meine, er ist darauf hingewiesen worden und es ist tatsächlich in der Rechtswissenschaft eigentlich relativ wenig diskutiert. Eisenberg hat da relativ viel zu veröffentlicht und sagt ganz klar, der Sachverständige muss sich auch darüber Gedanken machen, wenn er einen Menschen sozusagen untersucht, dass ja dessen Verhalten immer auch eine Reaktion auf den Sachverständigen selbst ist. Ja? Und in dem Fall ist ja auch das gesamte Verhalten eine Reaktion auf den Prozess, auf die Anschuldigung. Das kann man doch gar nicht isoliert betrachten, nach dem Motto, es gibt ein Bild an der Wand von einem der Getöteten und Frau Zschäpe guckt so, ah, jetzt weiß ich, sie bedauert gar nichts oder sie hat das so gewollt. Das funktioniert nicht. Also und es ist ich bin der Überzeugung, dass das ein Thema ist, gerade in solchen Prozessen, dem sich vielleicht die Rechtswissenschaft noch viel mehr mal annehmen sollte. Dann gehe ich da mal, grätsche ich da mal dazwischen. Also es ist durchaus auch gerade ein Thema und was man hier vielleicht erkennt, das würde ich dann auch als Frage an Sie formulieren, dass wir in Wirklichkeit mit der Selbstbelastungsfreiheit, also der größere Rahmen ist, der dann das Schweigerecht, was das eigentliche Sprechen zum Inhalt hat, dass wir das Schweigerecht anerkennen, aber wenn man dann sich ansieht, was die Verhaltensbeobachtung anbelangt, die durchaus auch Kommunikation bedeutet, die also auch Belastungen ermöglicht, dann haben wir, wenn wir im Gesetz die Anwesenheitspflicht des Angeklagten, die nach wie vor auch stark verteidigt wird, nicht von mir an der Stelle, aber ist es vielleicht so, dass wir erkennen müssen, dass in Wirklichkeit, und vielleicht erkennen wir es auch gerade an diesem Verfahren, dass wir die Selbstbelastungsfreiheit in diesem Bereich im Grunde nie wirklich so richtig anerkannt haben und dann hier sehen, dass wir da zu viel versprochen haben und in Wirklichkeit die Selbstbelastungsfreiheit also nur in einem sehr engen Rahmen wirklich durchhalten. Das ist vielleicht das Ergebnis, das man dann sehen muss. Man muss es einfach so sehen, das ist ein Reflex im Prinzip, ein menschlicher Reflex, neugierig zu sein oder auch von Ermittlungsbeamten Hypothesen zu entwickeln. Sie können nur im Prinzip kriminalistisch erfolgreich tätig sein, wenn sie auch Hypothesen entwickeln. Also vieles von dem, was passiert, ist sozusagen normal, aber je reflexhafter oder normaler ein bestimmtes Verhalten ist, was wir aber nicht wollen, umso wichtiger ist aus unserer Sicht, dass unter Umständen ein Regelwerk an die Hand gegeben wird, um zu verhindern, dass es dazu kommt. Also da muss es entsprechend einfach geregelt werden. Eine kleine Information dazu, wenn Sie sich mit Richtern über solche Themen unterhalten, dann ist es so, dass die sehr auch auf ihren persönlichen Eindruck vom Angeklagten, von der Angeklagten noch abstellen und dabei eines zugrunde legen, was eigentlich nach ihrer Ausbildung erstaunlich ist. Überlegen Sie mal, wenn Sie im Jurastudium oder im Referendariat, das natürlich viele hier noch nicht kennen, wenn Sie da ganz stark psychologisch geschult, was sind vielleicht auch die Beurteilungsgrenzen, wo kann man leicht Fehler machen? Das wird man nicht. Aber was legen Richter und Richterinnen regelmäßig zugrunde, dass sie eine ganz ausgeprägte Menschenkenntnis haben und dann eben aus dem Äußeren, aus dem nonverbalen Verhalten sehr kundige Schlüsse ziehen können, obwohl sie das in Wirklichkeit nie gelernt haben, wie das geht und was da auch die Beurteilungsgrenzen sind. Aber ich glaube, ich habe Ihnen jetzt das Wort genommen. Sie wollten auch noch etwas sagen. Ich wollte nur noch mal ergänzen zu dem psychiatrischen Sachverständigen. Natürlich ist das im Gesetz so vorgesehen. Paragraph 246a, in solchen Fällen, wenn die Unterbringung in der SV in Betracht kommt, muss da jemand sitzen. Das kann man nicht dem Gericht, jedenfalls nach dem Gesetz, dem Gericht nicht alleine überlassen. Sie müssen aber doch trennen, was wird denn beobachtet? Das auch zum Thema Aushöhlung des Schweigerechts. Findet das in der Hauptverhandlung, Frau Sturm hat es angesprochen, findet das in der Hauptverhandlung statt, wird jetzt die Reaktion der Angeklagten auf die Inaugenscheinnahme des Lichtbildes eines Getöteten
bewertet oder wird einfach bewertet, wie sich die Angeklagte mit uns unterhalten hat, und zwar in den Sitzungspausen. Ja, das ist, glaube ich, auch der zur Verfügung stehenden Zeit zum Opfer gefallen. Es gab also die Situation, dass sich Frau Zschäpe mit mir unterhalten hat in einer Verhandlungspause im Sitzungssaal. Der Sachverständige hat das ersichtlich belauscht. Ich habe ihn dann demonstrativ angeschaut und er grinst mich an. Ja, er fühlte sich also nicht irgendwie ertappt oder vielmehr schon, aber wir gehen ganz offen mit um. Das kann es doch wohl nicht sein unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten. Einmal außerhalb der Hauptverhandlung und dann auch noch wird die Verteidigungssphäre nicht geschützt. Frau Groß, glaube ich. Dankeschön. Eine ganz praktische Frage. Wie entwickelt man denn in einem derart komplexen Fall eine Verteidigungsstrategie? Und vielleicht könnten Sie einmal kurz erläutern, wie Sie das dann auch zu dritt, also gemeinsam angegangen sind, soweit möglich. Das bitte ich um Verständnis, können wir nicht tun. Ich kann Ihnen nur abstrakt sagen und in Erinnerung rufen, was ich gesagt habe. Grundsätzlich heißt es Klappe halten. Ja? Der Grundsatz ist Mund halten. Es sei denn, es gibt bestimmte Ausnahmegründe, Notwehr, entschuldigender Notstand und so weiter und so fort. Aber weil ja der Staat dem Beschuldigten und späteren Angeklagten die Sache nachweisen muss, ist der Angeklagte jedenfalls auf dem Papier für sich zunächst mal in einer gewissen komfortablen Situation. Es muss über eine gewisse Linie kommen. Wenn es bei Null bleibt und es wird nichts bewiesen, ist er frei zu sprechen. Frau Iversen. Es geht ja auch um Recht auf ein faires Verfahren. Und dann würde es mich interessieren, wie Sie damit umgehen, wenn jemand, wenn er dann mehrfach gefragt wird, nachdem er über sein Recht zum Schweigen belehrt wurde, immer wieder den gleichen Fehler macht und immer wieder antwortet. Also ob man nicht auch ein bisschen mitverantwortlich ist, dieses Recht zu verwirklichen praktisch. Es gibt Momente als Verteidiger, das sage ich bewusst ganz allgemein, da sind Sie natürlich sauer auf den ehemaligen Mandanten, warum er geredet hat, ganz klar. Sie müssen sich allerdings auch in Erinnerung rufen, im Fall Zschäpe, wie es zu diesen Äußerungen kam, dass man Frau Zschäpe also vormacht, wir begleiten Sie jetzt zu Ihrer Oma, Frau Zschäpe empfindet möglicherweise Spekulation von mir eine gewisse Dankbarkeit, dass sie ihre Oma noch mal sehen kann, man unterhält sich eben, vielleicht schauen Sie sich auch mal ein bisschen oder mal kurz in dieses Dokudrama rein, das ist ganz plastisch dargestellt. Man sitzt da eben gegenüber in so einem VW-Bus und man vermittelt ihr, naja, nur schweigen können wir jetzt nicht. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man dem Mandanten geraten hat, das erlebt man immer mal wieder, keine Aussage zu machen und er hält sich einfach nicht dran. Immer verstehen kann ich das auch nicht. Herr Schramm. Ja, auch vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte zwei kurze Fragen. Einmal kurz auf das zurückkommen, was Professor Gede schon angesprochen hatte. Hätten Sie sich vielleicht gewünscht, dass Frau Zschäpe gar nicht hätte anwesend sein müssen im Gerichtssaal, gerade um sozusagen auch diese psychologischen Untersuchungen sozusagen dem zu entgehen? Also ob das vielleicht für die Zukunft auch eine Möglichkeit ist, die Selbstbelastungsfreiheit zu schützen? Und die andere Frage, die kommt auch in der Doku ganz kurz, glaube ich, vor, aber von dem Kollegen Stahl, der, glaube ich, in einem Moment sagt, ja, so ein bisschen Sympathie empfinden muss man ja, damit man sozusagen die Mandantin verteidigen kann. Vielleicht da nochmal so ein bisschen mehr zu sagen, wie sich sowas vielleicht auch entwickelt, ob da dann auch irgendwie eine bestimmte Art von Sympathie vorhanden ist oder wie sich sowas vielleicht auch über den Prozess hinweg so auf der Gefühlsebene vielleicht auch entwickelt. Die Anwesenheit ausgeschlossen werden sollte. Anwesenheitspflicht. Wenn Sie jemanden in einem großen Verfahren verteidigen, entwickelt sich immer eine Art von Verhältnis und nicht nur zu ihm, sondern auch eine persönliche Beziehung zu den Angehörigen. Zu der Normalfall, oder es ist oft so, Sie bekommen dann irgendwann einen Anruf zur Unzeit, die Ehefrau, Lebensgefährtin ist am Telefon, sagt, mein Mann ist eben von der Polizei mitgenommen worden, weiß nicht, was mit ihm passiert ist, wo er hingebracht wurde und so weiter und so fort, steht da erstmal alleine, dann entwickelt sich schon
ja, schon eine engere Beziehung und gelegentlich empfindet man auch mal durchaus Sympathie für den Mandanten und oder seine Angehörigen. Sympathie ist aber nicht zwingend erforderlich für eine erfolgreiche Verteidigung. Sie müssen nur irgendwie mit dem können. Also es muss die Chemie stimmen. Ja, und wenn ich vielleicht antworten kann auf die Frage, ob wir uns gewünscht hätten, dass Frau Schäpe nicht anwesend sein muss, so muss ich sagen, ist das sicherlich was, über das die Lege Ferenda diskutiert werden kann, aber konkret arbeiten wir ja wirklich mit dem Gesetz und das Gesetz sieht die Anwesenheit vor. Ausnahme ist, wenn er für bestimmte einzelne Vernehmungssituationen unter Umständen ausgeschlossen wird oder ganz selten, ich glaube, beurlaubt wird, ja? Wenn es um Themen geht, die überhaupt nicht ihn betreffen. Also ich glaube, entsprechend auch einer der Mitangeklagten hatte über seine Verteidigung einen entsprechenden Beurlaubungsantrag gestellt, dem aber nicht nachgekommen ist. Insofern war unser Fokus von vornherein einfach darauf gerichtet, einfach die Präsenz des Sachverständigen, der einfach wirklich daran auch Spaß zu haben schien. Also wie so eine Art Katz-und-Maus-Spiel war das, ja? Zu beschränken. Und dabei ging es eben, ist ja sozusagen die Wahrnehmung des Sachverständigen und Beobachtung der Person, des Angeklagten, ist ein kleiner Ausschnitt seiner Tätigkeit. Ansonsten hat er der Hauptverhandlung zu folgen, wenn es beispielsweise um Aussagen geht von früheren Freunden, Weggefährten, die etwas zur Person, zum Verhalten sagen können. Er soll diese Menschen, diese Zeugen befragen können für Umstände, die vielleicht für seine Begutachtung von Relevanz sind. Da gibt es noch viel mehr, was er auch zu untersuchen hat, über das, ich sage es mal ganz platt, das Minenspiel einer schweigenden Angeklagten hinaus. Herr Schoppe, bitte. Hier. Vielen Dank. Das schließt sich an das Minenspiel an, denn das Verfahren war ja im Ausgangspunkt erstmal, oder hat es aufgrund des Tatvorwurfs das Interesse erregt, das es erregt hat. Ich wollte jetzt einmal nach sozusagen den rechtlichen Konsequenzen fragen. Das Urteil ist ja wahrscheinlich noch nicht begründet. Eine ganz kleine Frage, wann erwarten Sie die Begründung? Weil Sie haben wahrscheinlich Jahre Zeit angesichts der Prozessdauer. Und aber vielleicht ausgehend von der mündlichen Urteilsbegründung, die Sie bekommen haben, ob Sie vielleicht jetzt auch sagen können, auch ohne die Begründung und auch nicht Ihre Revision vorgreifen, sozusagen, ist das Verfahren tatsächlich nur aufgrund des Tatvorwurfs besonders interessant oder werden jetzt auch riesig Rechtsfragen bleiben, vielleicht die mit dem Sachverständigen, die das Urteil aufgeworfen hat, die jetzt besonders spannend sind zur Mittäterschaft oder eben besondere prozessuale Verstöße, von denen Sie sagen, wo dieses Urteil dann auch abgesehen vom Sachverhalt, in Zukunft Bedeutung erlangen wird? Erstens, die Urteilsabsetzungsfrist beträgt hier, glaube ich, 93 Wochen ab dem 11. Juli 2018. Der Vorsitzende Richter soll, hat man in der Presse gelesen, zum Vizepräsidenten des wiedererrichteten Bayerischen Obersten Landesgerichts befördert werden. Ich denke mal, er will es noch in seiner Eigenschaft als OLG-Richter unterschreiben. Ich weiß nicht im Einzelnen, inwiefern er vielleicht dann für die Unterschrift wieder rückabgeordnet werden kann oder sonst was. Zweitens, die mündliche Urteilsbegründung war ausgesprochen dürftig. Wir waren auch persönlich und nicht nur wir, sondern eigentlich jeder war tief enttäuscht davon. Wir hatten ein Verfahren über 438 Hauptverhandlungstage, über 5,5 Jahre und hatten eine Urteilsbegründung, die, ich weiß nicht mehr, wie viel es effektiv war, aber es wurde vorher gerätselt, begründet er das einen Tag oder Wochen oder Monate, es wurde dann irgendwie ein halber Tag und er hat auch der Funktion der mündlichen Urteilsbegründung überhaupt nicht entsprochen, weil es soll ja jedenfalls dem Grunde nach umrissen werden, nicht nur, was kommt am Ende raus, sondern was sind die tragenden Erwägungen. Sie haben es angesprochen, Mittäterschaft. Das ist hier überhaupt nicht deutlich geworden. Und nicht nur zur dritten Frage, nicht nur die Tatvorwürfe waren spektakulär, sondern natürlich auch die Rechtsfragen. Frau Schäpe ist für etwas verurteilt worden, sie ist als Mörderin bekanntlich verurteilt worden.
ohne einen Tatbeitrag im üblichen Sinne. Wir haben ja uns ausführlich, und Kollege Stahl natürlich auch, das war sein Hauptpart in seinem Plädoyer, ausführlich damit beschäftigt, kann man jetzt Prosecco trinken mit den Nachbarn, im Urlaub das Essen bezahlen und einige andere Sachen. Das würde jetzt zu weit führen, mit dem Krümmen des Zeigefingers an einer Schusswaffe und jemanden erschießen vergleichen. Wir sagen nein. Das ist natürlich das Spannende in materiell rechtlicher Hinsicht in diesem Verfahren. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Ich glaube, da sind mittlerweile zwei Wortmeldungen. Danke sehr. Guten Abend. Ich habe eine Frage zu der Verteidigungsstrategie, dass Sie dazu nichts sagen wollen. Das kann ich verstehen. Haben Sie denn parallel zu der Verteidigungsstrategie eine Medienstrategie entwickelt? Waren Sie sich quasi dieser riesigen Bedeutung dieses Verfahrens von Anfang an bewusst? Und haben Sie vielleicht auch Experten zu Rate gezogen? Es gibt ja, glaube ich, so Medienagenturen und so weiter, die Ihnen da zur Seite stehen. Das wäre die eine Frage. Und die andere, hatten Sie damals Angst, dass Sie vielleicht als Milieuanwälte abgestempelt werden könnten? Hat sich das bewahrheitet? Und wie sieht eigentlich heute Ihre Tätigkeit als Strafverteidiger außerhalb des Verfahrens Schäpe aus? Das waren drei Fragen. Natürlich hatten wir eine Medienstrategie. Sie müssen sich vorher überlegen, wie gehen Sie mit Interviews oder schon mit Anfragen um. Schadet nicht, bestimmte Kernaussagen zu wiederholen, wie das Politiker auch machen. Was war Ihre dritte Frage? Ach so, unsere Tätigkeit jetzt. Ja, wir haben das Verfahren Schäpe schwerpunktmäßig bearbeitet. Wir sind ja immer noch Verteidiger. Aber natürlich haben wir ein paar wenige andere Sachen auch gemacht, immer gemacht. Sonst würde man irgendwann, wie ich es immer sage, zum NSU-Fachidioten wäre man geworden. Das wollte ich nicht und sonst ja, hätten wir das finanziell auch gar nicht so stemmen können. Das Verfahren war nicht geeignet, um damit Geld zu verdienen, gelinde gesagt. So machen wir es ja, weiter. Wir sind in der grundsätzlich gesamten Bandbreite des Strafrechts tätig, aber auch nur im Strafrecht. Alles andere machen wir nicht und entscheiden immer individuell, ob wir ein Mandat annehmen oder nicht. Die Frage da oben hatte ich jetzt vergessen. Also dann geh noch mal rauf, bitte. Die hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Ja. Gut, dann Frau Trojan, bitte. Also meine Frage wäre jetzt, Sie haben ja ausführlich und bildhaft beschrieben, welche Situation Frau Schäpe während des Prozesses erleben musste. Und meine Frage wäre jetzt, wie Sie als Verteidiger den Prozess persönlich erlebt haben. Also welchen Druck haben Sie verspürt? Wie hat sich diese Medienpräsenz auf Sie ausgewirkt, auf Freunde, Familie, Ihren Bekanntenkreis? Wie sehr hat Sie auch dieser Fall im persönlichen Umfeld einfach nicht losgelassen? Also ohne da jetzt richtig in die Tiefe zu gehen, aber selbstverständlich geht so ein Prozess nicht spurlos an einem vorbei. Auch die gesamte Medienaufmerksamkeit, vor allen Dingen auch das Interesse an uns als Privatmenschen, also was private Belange betraf, das ist das eine. Es war für uns aber auch wirklich traurig, letztendlich zu sehen, wie die Berichterstattung funktioniert hat, teilweise zwischendurch auch immer wieder gut, aber gerade auch bei seriösen Tageszeitungen, sage ich mal, haben sie anschließend jetzt nicht einen Kommentar, sondern einen Bericht einfach über einen Hauptverhandlungstag gelesen und haben sich einfach nur gefragt, was ist das? Moment, wir waren doch da, das ist, was sind das hier für Gewichte, Bewertungen, vieles fehlt, also völlig verzerrt wiedergegeben, sodass man einfach sagt, es ist wirklich eine Desinformation und das ärgert,
weil wir uns tatsächlich eigentlich sehr viel Mühe gegeben haben, Stichwort auch Medienarbeit, Journalisten, ich sage mal, mit einem gewissen juristischen Fachwissen auszustatten, damit die verstehen, warum machen wir was, wie, damit es nicht immer nur einfach diese Empörung ist, jetzt haben die schon wieder was gesagt und einen Antrag gestellt, jetzt dauert der Prozess schon wieder länger. Und das einfach sozusagen auch dann in die Öffentlichkeit rausposaunt wird, sondern einfach, um es mal wirklich transparenter zu machen. Ja, das sind so ein paar Facetten des Themas. Ich habe jetzt noch insgesamt 5 Wortmeldungen gesehen. Danach, da wir natürlich nicht endlos überziehen können, danach muss ich die Rednerliste jetzt schließen. Ich habe einen Kuhn Viegas gesehen, der ist schon länger fleißig beim Melden. In dem Vortrag von Herrn Heer ging es kurz um die Abgrenzung vom Teilschweigen zum Vollschweigen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gilt dieses Prinzip, dass man dem Schweigen des Angeklagten keinen Aussagewert zumisst, so eigentlich erstmal vor allem für das Vollschweigen. Muss ich das so verstehen, dass wenn ich mich genötigt fühle, zu einem Sachverhalt wegen einer ganz offensichtlichen Unrichtigkeit mich zu verhalten, dass dann auf einmal meinem Schweigen in allen anderen Fällen ein Aussagewert zugemessen werden kann? Die erwähnten Grundsätze gelten ausschließlich, wenn komplett geschwiegen wird. Ausnahme vielleicht einzelne Sätze wie ich bestreite den Vorwurf. Das kann man dem Angeklagten dann nicht nachteilig auslegen. Sie haben es aber schon selber gesagt, es geht immer um eine bestimmte prozessuale Tat. Das heißt, wenn Sie 10 Anklagevorwürfe haben, können Sie durchaus zu einem etwas sagen und zu 9 schweigen. So, dann, ich glaube, Herr Bittner. Ja, vielleicht dann nur ganz kurz zu ergänzen, um einfach, das ist, so einfach ist es halt nicht wie so häufig, ja. Es kommt darauf an, wir haben die 9 Taten oder 10 Taten, die aber unter Umständen verklammert werden, wie in diesem Fall durch den Vorwurf der Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Dann streiten die Juristen vortrefflich darüber, ob wir nun tatsächlich, wenn sie zu einer Tötungstat etwas sagen und zu 9 nicht, ob wir dann schon im Bereich des Teilschweigens sind oder nicht. Herr Bittner. Vielen Dank. Ich möchte mich schon mal vorsorglich dafür entschuldigen, dass ich jetzt vielleicht nicht die intelligenteste Frage des Abends stelle. Aber ich möchte unbedingt wissen, wie es jetzt mit den 3 Nachnamen des Verteidigertrios genau war. Wie ist das zustande gekommen? Also ich glaube, 2015 habe ich schon damals gegen den Professor Zöller gewettet. Ich sagte, die A-Frage kommt. Er sagte, nein. Damals war es die erste Frage. Wir sind jetzt besser. Also es ist mein Mädchenname. Ist dein Mädchen? Nein. Dein Geburtsname und der Stahl hieß auch so. Also ganz platt. Das sind die Hintergründe zu unserem Namen. Was ist offengelegt? Ich hätte mir natürlich auch nie jetzt getraut, selbst eine Frage in die Richtung zu stellen. Aber ich hatte auch überlegt, frage ich Sie vielleicht danach, haben Sie in dem Moment, als Sie die beiden Kolleginnen vorgeschlagen haben, Sie dann bemerkt, dass man das als Besonderheit empfinden kann? Oder haben Sie einen Gedanken mal gezögert und gesagt, können wir jetzt aus diesem Grund heraus nicht machen? Oder ist Ihnen schlicht und ergreifend nicht als ein Punkt, der dann in der Öffentlichkeit aufgegriffen würde, aufgefallen? Letzteres. Hätten wir das auch geklärt. Und dann gehen wir nochmal in den vorderen Bereich. Sie hatten sich auch gemeldet. Hier vorne, oder? Ja, meine Frage ist jetzt wieder etwas ernster. Und schließt auch an das an, was eben schon gefragt wurde, zu auch den persönlichen Konsequenzen, die das für Sie hatte. Und zwar war meine Frage auch, ob Sie irgendwie auch als Anwälte negative Reaktionen bekommen haben oder irgendwie angefeindet worden sind oder ob Sie sowas erlebt haben und wenn ja, wie Sie damit umgegangen sind. Das ist ja auch gerade, wenn es über so einen langen Zeitraum, so einen Prozess geht, auch nicht immer einfach.
Das auch noch als Ergänzung zum Stichwort Medienstrategie. Wir haben klar gemacht, dass wir nicht in dieser politischen Ecke stehen. Das hat auch sehr gut funktioniert, muss man sagen. Es ist sehr früh und quasi in jedem Artikel erwähnt worden, dass wir keine rechten Verteidiger sind. Es gab nie einen entsprechenden Verdacht. Also bis vor ein paar Tagen habe ich mich gewundert. Ich habe jemanden aus der Haft, aus der Strafhaft geholt, einen türkischen Mann, der in Holland lebt, beide Staatsangehörigkeiten hat. Und da hörte ich dann wiederum über Umwegen, dass Mitgefangene ihm gesagt hätten, der verteidigt doch Nazis und der holt dich Türke doch nicht aus dem Gefängnis raus. Das war das Einzige, ich habe es glaube ich noch gar nicht kommuniziert intern, das Einzige, was ich jemals in diese Richtung gehört habe. Aber ich habe ihn verteidigt und er ist auf freiem Fuß, ist in Freiheit. So, hier vorne die nächste Frage oder ich glaube letzte sogar. Ja. Nach all den Erfahrungen, die Sie jetzt nach der ganzen Zeit, wenn Sie jetzt auf das ganze Verfahren zurückblicken würden, würden Sie es nochmal tun? Also würden Sie diese Verteidigung nochmal annehmen, wenn Sie die Wahl hätten? Es ist nicht das erste Mal, dass uns diese Frage gestellt wird, aber ich würde sie nach wie vor mit einem Ja beantworten. Dito. Ja, meine Damen und Herren, es ist jetzt auch aus zeitlichen Gründen geboten, dem Abend erstmal ein Ende zu setzen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für Ihren Vortrag, für die Diskussion bedanken. Sie haben uns angeregt, denke ich, in der Tat dazu, über Strafverteidigung nachzudenken, die Bedeutung des Prozesses nachzudenken. Ich bin mir persönlich ganz sicher, dass wir hier auch für die Rechtsgeschichte, gerade im Strafprozessrecht und in der Beurteilung so mancher Umgangsweise mit der Verteidigung ein Leiturteil eigentlich bekommen müssten. Was man von ihm zu erwarten hat, das vermag keiner wirklich vorherzusagen. Allerdings denke ich, das ist ganz sicher, das ist also auch für die Rechtsentwicklung, gerade zur Freiheit der Verteidigung mit diesem Verfahren, auch noch eine Fortsetzung finden wird. Und ja, ich möchte mich, wie gesagt, bedanken und will auch nochmal erwähnen, dass das auch jetzt eine Veranstaltung ist, die Sie aus Interesse an dieser Sache durchgeführt haben. Also es ist kein Honorar, das der Lehrstuhl zahlen könnte, sondern also da haben Sie auch wieder das Interesse für diese rechtsstaatlichen Prinzipien zum Ausdruck gebracht, für das Sie ganz authentisch stehen. Herzlichen Dank, schönen Abend Ihnen allen. Applaus